Gut, weiter geht's. Tür zur Schneiderei, okay. Ihr wart aber hier oben, glaube ich, drin, oder? Fenster? Na, okay. Da kann man wahrscheinlich anklopfen und das bringt nicht so viel. Was wollt ihr denn haben? Ich gucke raus. Na, was schon? Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Hä? Ja, Süßes. Oder Ballon. Ein Ballon wäre eine Idee. Das können wir uns mal im Hinterkopf behalten. Lass uns aber erstmal hier reingucken und vielleicht mal in die Schneiderei reingehen. Vielleicht finden wir noch was Nützliches drin. Sieh an. In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Okay, dann gehen wir mal rein. Oder auch nicht. Gut, dann können wir im Großen und Ganzen momentan nur zurückgehen. Zum Hafen können wir nur einen Blick erhaschen, zumindest auf den Himmel des Hafens. Tür zur Schneiderei, zurück zum Brunnen. Ja, gehen wir zurück zum Brunnen. Was bleibt anderes übrig? Und ich denke wohl, dass entweder weitere Naschereien oder der Ballon jetzt irgendwie hier sein Nötiges tun wird. Wie wir damit allerdings Rini helfen können, weiß ich noch nicht. Können wir mit dir sprechen? Rini? Ja? Sag mal, was wäre denn was richtig Tolles für dich? Genau. Was richtig Tolles oder was ganz Tolles? Was ganz, ganz Tolles. Doppelgans? Also das kann nur ein Lumi sein. Ein Lumi? Was ist das? Ich schick dir ein paar hoch. Was? Wie? Na, durch das Rohr. Louis hochschickt durch das Rohr. Das dürfte interessant sein. Gut, kannst du hier noch irgendwas machen? Der hat ausgelutscht. Okay. Dann lass uns die Bank bitte nochmal. Warte mal, kann man die nach rechts verschieben? Und noch weiter nach rechts, weil da oben. Diese Statue hat nämlich irgendwas, glaube ich. Nee, kann man nicht. Also weiter nach links. Dann müssen wir vielleicht doch einen Ballon irgendwie suchen. Na komm. Runter. Okay, und noch mal einmal nach rechts. Na komm schon. So, sehr schön. Da hinten schweben die ganze Zeit Lumis. Das habe ich schon durchaus bemerkt. Oh, Lumi, ein Ballon. Jetzt kann man ihn anpieken. Ja, warte mal. Mir ist natürlich ganz klar, wie ich den jetzt gerade weggepiekt habe, aber okay, nimm erstmal so hin. Da kommt schon der nächste. Nun, okay. Nimm mal Ballon. Weil hat es irgendwas gebracht, dass die Elfen für Rudy. Kinder lieben Ballons. Genau. Ja, vielleicht wollen sie es ja haben. Man kann es immer wieder probieren. Und wenn nicht, kann man auch so ein bisschen so das Zitronenbonbon anlecken, dran kleben. Vielleicht wollen sie das ja haben. Und können es langsam zu ihnen aufsteigen lassen. So, einmal klopfen. Oder einmal mit dem Ballon ran. Oder einfach hauptsächlich klopfen. Wie findet ihr denn Ballons? Toll! Aber nicht ganz toll, oder? Aber nicht ganz, ja. Ganz toll. Wusste ich. Hey, hört auf damit! Okay. Ah, Münze und... Ja. Das haben wir ja vorher schon eigentlich. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Nun. Das hat nicht so funktioniert. Die Laterne ist auf jeden Fall jetzt runtergefallen. Schön.
Haben wir damit auch mit irgendwas gewonnen? Vielleicht ist ja bei Rooney jetzt irgendwas unten gelandet, weil mittlerweile fiel mir auch nichts mehr ein, was wir jetzt noch großartig hier machen könnten. Also, Rooney würde uns Loomis hochschicken. Mit den Loomis könnten wir die wohl überzeugen. Okay, dann gehen wir mal kurz zu Rooney und gucken, ob wir da noch was Neues machen können. Weil ich denke, dadurch, dass wir jetzt die Loomis hier oben weggeklickt haben, also die Ballons zum Platzen gebracht haben, könnte sich unten was eingeben haben. Vielleicht liegt da irgendwie unten einer rum oder weiß ich nicht was. Mit zersplitterten Knochen und wir können ihn dann irgendwie nutzen und mit als breiige Masse hochschieben oder so. Das ist ja ein Kinderspiel. Okay. Oh, guck mal. Wir können an dem Boden fischen. Schön. Angel einholen. Kommt jetzt ein Loomis raus? Nein. Vielleicht brauche ich einen Köder. Was Loomis wohl lecker finden? Spot? Ja. Was Loomis wohl lecker finden? Willst du den Brunnen? Okay. Wenn ich sie rauslocken könnte, könntest du rein, Spotty. Das dazu, okay. Vielleicht mögen sie ja Bonbons. Aber lass uns erstmal kurz zum Marktplatz gehen. Vielleicht hat jetzt einfach nur der Hinweis gefehlt, Loomis finden irgendwas Besonderes lecker. Süßigkeiten zum Beispiel. Okay, er versucht den Splitter zu erwischen, Neues. Aber er kriegt ja die nicht. Super, Fisch finden sie wahrscheinlich nicht so lecker. Wer findet schon Fisch lecker? Fauliger Obststand ist wahrscheinlich auch das Richtige. Stinkt. Fischgestank vertreibt die Loomis, statt sie anzulocken. Okay, ich wollte es mal vorher probiert haben. Ich dass ich es doch ganz toll finde, ich es einmal nicht gerafft habe. Süßigkeiten! Oh, alle Dosen leer. Okay, und jetzt müssen wir wahrscheinlich hochgehen, um... das machen wir. Komm. Das ist doch offensichtlich. Jetzt können wir ja mit Sedwick sprechen und sagen, übrigens Süßigkeiten bräuchte ich. Die hängen wir in die Angelschnur ran. Dann finden wir einen Loomi. Oder fangen wir uns einen Loomi. Und er kommt oben auch ein Stückchen weiter. Huhu. Huhu. Was ist der beste Köder beim Angeln? Der Köder muss lecker sein und den Fisch schmecken. Und wenn der Fisch ein Fell hat und zwei Beine und ganz viele Zähne? Dann wirft die Angel weg. Hast du was Leckeres? Naja, es sind Zitronendrops. Die sind aber nicht gut für deine Zähne. Ich esse die doch gar nicht. Ja, ja. Ja, wunderbar. Ich hätte kurz befürchtet, dass wir eine neue Ladesequenz haben würden. Zwei sogar. Einfach nur um die Drops da oben reinzustecken. Und du einen Weg nach unten? Nö. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja. Pass auf, Spotty. Du segelst drunter, sobald ich die Loomis oben habe, okay? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Taschen von dem Korb da oben nichts Nützliches ist, aber gut. Angel einholen. Sehr gut. Oh, gleich drei. Eins, und das Spot. Drei, sieben, alle da. Hey, okay, hey, ziemlich niedlich. Gibt alle was. Setzt euch schön in eine Reihe, dann gibt's was. Gut, Spot. Hier, putziger Loomi, drolliger Loomi oder knuffiger Loomi. Wir nehmen natürlich den alten. Sehr gut. Nochmal. Okay, wir nehmen alle. Okay, du bist dick. Du bist dick. Ja, komm. Bahn frei, du bist auch dick. Ich passe auf die Loomis auf. Achso, habe ich jetzt gerade die richtige Kombination gleich getroffen. Das ja, freut mich ja. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Kombinationen gab, aber wieder mal einen Riesling geschafft, ohne es registriert zu haben. Sehr gut. Jetzt haben wir wirklich drei Ebenen, oder? Mit Spot, mit Rooney und mit Sedwick. Gut, Spot. Wir haben den verhinderten Ballon, den können wir erstmal sein lassen. Die Pauke. Hier muss irgendwo der Splitter, sagst du, da oben ist er. Gut. Dann werde ich mal die Pauke nach rechts ausrichten. Oder erstmal in die Mitte mal gucken, ob es funktioniert. Und wo wir hinterkommen. Wohin wir denn kommen, meine ich. Na komm schon. Jawohl. Ah, nicht so richtig. Na, Herr Sucher, dann lass es mal nach rechts noch ein Stück. Na komm.
Gut. Und wir ziehen wieder dran. Da hättest du noch Hebel, wie ich sehe. Na, der Stapel schwankt etwas, aber noch nicht genug. Da ist ein Pumpenhebel. Kommen wir da irgendwie ran? Kommst du gleich hier drauf? Oder kannst du jetzt da irgendwie hoch? Nein, kannst du nicht. Okay, kannst du platt da hoch? Durch das Rohr kannst du wahrscheinlich. Hol die ganze auf. Geh mal durch, bitte. Na komm, du wirst wohl als geht als normaler Spotter durch. Okay, wir müssen dich wieder verkleinern. Kann das sein? Die Frage ist, es ist großer mit Sicherheit nicht. Pomp. Wie kriege ich wieder klein, ist die Frage. Na, geh mal runter. Nein, nein, nein. So. Wie kriegen wir dich klein? Nach rechts, links geht's auf jeden Fall nicht. Zauberkiste. Vielleicht macht die uns ja wieder klein, so kleinen Würfelchen. Also kleinen Kügelchen, meine ich. Oder aber wir brennen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Was bringt uns das? Ich sage mal gar nichts. Ach, warte mal, doch. Vielleicht können wir jetzt mal brennend dahin fliegen. Und haben dann irgendwas gewonnen mit dem... Vielleicht brennt der Kistenstapel gleich. Oh ja, er brennt. Das war einfach, als ich dachte. Okay. Aber wie kommen wir jetzt wieder hoch, ist die Frage, nicht wahr? Das ist offenbar irrelevant. Sehr schön. Ich wette, da hinten gab es noch ein Rätsel, was man noch lösen könnte. Und irgendein Goodie. Aber vielleicht müssen wir später noch einmal hier hin. So, wir brauchen die kleine Form jetzt die zwei mutigsten Lumis. Wer will zuerst durchs Rohr klettern? Hey, hier geblieben. Gut, haben wir es geklärt. Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Das hat nicht so geholfen. Aber nicht so funktioniert, wie wir es dachten. Schade. Aber deine Motivationspredigt ist es, der Motivationsansprache auch nicht mal die beste. Ich bin nur froh, dass alle hierher gelaufen sind und Spot in Ruhe lassen. Ja, okay. Er hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Das mag wohl sein. Der hat überhaupt keine Augen. Ist zufälligerweise jemand da reingeklettert? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Okay, im Oktopus hat sie einer versteckt. Du hast nicht gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Die Lumis lieben Süßes. Genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Okay, dann bleibt da wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Vor dem Obststand wird es nicht sein. Zu gesund. Und wenn es faulig ist? Gut, dann gehen wir mal weiter zu den Kanälen. Ja. Gibt es denn hier jetzt mittlerweile Lumis? Nein. Doch, da ist einer. Na, kommst du bitte her? Hab dich! Jetzt müssen wir dich rüberziehen wahrscheinlich. Natürlich wissen wir das. Na komm schon. Jawoll! Ärgerlich, direkt verschnüren und hoch nach oben schicken. Komm, ab geht's. Diese Übersichtskarte wäre in diesem Fall nicht schlecht, damit man ein bisschen ein paar Ladesequenzen sparen kann, weil in der Mitte müssen wir zum Beispiel kaum sehr offen, oben ist einer. Da ist noch ein weiterer, Lumi auf Markise. Da ist einer. Oh, weg. Ja, aber er ist nach links geflogen, das heißt, dass er da wahrscheinlich irgendwo sein wird. Ich nehme gerade mal ein Stückchen Tee. Ah, herrlich. Gut, die Ladezeit würde dazu ausreichen, mir einen Tee zu kochen. Aber gut. Okay, wie kriege ich ihn jetzt da hoch, ist die Frage. Pass auf, gleich wird's lustig. Sadwick? Für einige von uns. Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnappe ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich.
Ja, der Weg für euch beide ist ja nicht wahnsinnig schwer. Ja, wie genau willst du es gerade machen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Achso, die Dose passt natürlich günstigerweise genauso, dass das Rohr abgedichtet wird, oder was? Du krabbelst jetzt zu Sedgwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay! Ja, schön, dass wir erst abgemacht haben. Hier hat sich keiner versteckt. Bist du im Zirkuszelt? Nein, okay. Ja, bei den Büschen könnte er sein. Alles in Ordnung vielleicht? Da unten, Spot? Okay. Am besten hole ich Spot erst hoch, wenn ich alle Lumis eingefangen habe. Ja, drei auch mal da oben ist doch einer. Oder? Nein, das ist aber nur ein Fleck. Wir könnten zu Sedgwick. Das ist aber nicht das Richtige. Ein Blick nach oben. Warte mal. Ich hoffe, die Lumis helfen Sedgwick weiter. Das macht ihr doch, oder? Ja, mehr oder weniger freiwillig zumindest. Okay, wir spielen also Verstecken. Der andere ist auch mal nicht hierher geflogen. Da gucken wir nochmal rein. Zum Marktplatz. Ich nehme an, in jedem Bildschirm wird sich wohl irgendwie ein Lumi verstecken. Drei Bildschirme, drei Lumis, das ergäbe schon Sinn in so Spielen zumindest. So, zurück zur Abschlussstelle. Hier ist es fast nochmal. Ich gucke es nochmal an. Ob da ein Lumi drin ist? Nee, immer noch Nein, nicht. Nein, geht nicht auf. Okay, nochmal zurück zu den Kanälen. Vielleicht findet sich jetzt da irgendwas Neues wieder. Okay, hier hat sich gerade nichts Günstiges getan für uns. Oh, die Perspektive ändert sich sogar ein bisschen, wenn man da hinläuft. Cool. Das sieht ganz schön tief aus. Ja, gut, aber du hast ja eher so Storchenbeine, von daher kannst du halt durchpieken. Ja, durchwarten. Die Königin muss sehr böse sein, wenn sie solche Monster schickt. Ja, ich nehme an, du bist die Königin, deswegen würde ich da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich sehe tatsächlich keinen einzigen Lumi hier. Wüsste auch gerade nicht, wo am Marktplatz noch einer sein sollte, ehrlich gesagt. Ich kann nur mal beim Fischstand gucken oder beim Oktopus, beim Oktopoden praktisch, ob sich da irgendwas getan hat, aber ich gehe nicht davon aus. Und dieses Fass mit Ventilen, mir ist nicht ganz klar, was ich damit machen soll. Der ist gerade irgendwie dahin gesprungen, okay. Hier versteckt sich kein Lumi. Ja, okay. Du hast Oktopus. Nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben. Hm. Hier ist so eine Kiste, nein, okay. Das nicht. Gut, dann will ich einmal ganz kurz tatsächlich mal die Leertaste nutzen, um herauszufinden, ob ich irgendwas Offensichtliches vergessen habe. Ach, guck mal, da kann man was machen. Hä? Mit Seil und Bonbons, aber... Hä? Aber hier ändert sich sogar die Perspektive, aber das habe ich auch nicht viel gerissen. Zurück zur Absturzstelle, ja, okay. Und hier hätte ich Seil oder Bonbons anwenden können, wenn ich sie noch irgendwie hätte. Nein, nichts im Kanal. Das ist irgendwie... Ja, irritierend, sag ich mal. Ich werde nochmal kurz in diesem Bildschirm nochmal gucken, ob ich hier noch gerade irgendwas vergessen habe. Aber ansonsten würde ich einfach wieder hoch zu Sedgwick gehen. Hier oben könnte ich ebenfalls locken mit Seil oder Bonbons, aber... Es ist blau gefärbt, von daher gehe ich davon aus, dass es irgendwie nicht so gut funktioniert. Blick nach oben zu Sedgwick. Ja, komm dann zu Sedgwick. Ich hätte fast gewettet, dass wir mit dieser komischen kaputten Keksdose noch irgendwas machen sollten, aber das ist eher nicht der Fall. Naja. Vielleicht hat sich bei Sedgwick jetzt irgendwas verändert. Ich weiß nicht, was es gebracht hat, dass wir die ganze Zeit... Ah, da ist ein Lumi. Du bist nach oben geflogen. Ich verstehe. Greif ihn dir. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumis sein? Versteh einer Mädchen. Komm her, Freundchen! Wow! War klar. Ja, und das war's wieder. Im Gegensatz zu Noah habe ich keine Höhenangst. Ich krieg direkt Lust, runterzuspringen. Moment. Ach, verdammt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Achievement gibt, wenn ich alle runterpieke. Einen will ich noch haben, wenigstens. Ja, Brunnen mit Münzen. Ah, es kommt keiner mehr, was? Na klar, wenn ich gucke, kommt keiner mehr. Okay, dann wieder runter. Jetzt, da wieder runtergefallen ist, sollte er sich wohl irgendwie hier aufhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auf dem Marktplatz ist. Obwohl, nee, er müsste jetzt eigentlich
ungefähr auf dem Zirkuszelt runtergekommen sein. Da. Nee, doch, da bist du. Ich dachte gerade, so ist der Vogel wäre er gewesen. Er ist da reingeflogen. Das heißt, wir folgen ihm. Schnurfend und schlappend. Ja. Okay, jetzt bist du da oben. Ja, wie kriegen wir dich jetzt, die Frage? Da ist einer. Oh, weg. Ernsthaft? Das ist jetzt jedes Mal dasselbe? Okay, wie kann man das irgendwie... Wahrscheinlich müssen wir ihn irgendwie locken mit Bonbons oder irgendwas in der Richtung, müssen ihn irgendwie auslegen. Das Dumme ist nur, ich kann die verdammten Bonbons nicht, da positionieren, nicht gut, wahr? Ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Okay, ja, mehr kann man gerade tatsächlich nicht machen. Dann gehen wir hoch zu Sedgwick und probieren das Ganze nochmal. Ah ja, diese Anzeige gibt übrigens wieder die Möglichkeit, nicht auf meinen Stream am 15. um 16 Uhr hinzuweisen, sondern auch darauf, dass nächste Woche in der Woche keine Folgen kommen werden, weil ich auf Dienstreise in Nürnberg sein werde. Greifen die jetzt. Komm her, Freundchen. Wow. Und dementsprechend auch gar nicht aufnehmen kann. Und auch nicht veröffentlichen kann, weil ich wahrscheinlich nicht mein Internet haben werde. Hey. Tschüss. Okay. Warte mal, was konnte ich gerade machen? Ich war gerade ein Leiter. Der war doch gerade ein Leiter, bin ich doof? Bank? Ja. Brunnen? Nein. Willst du noch eine Münze haben? So viele Glücksmünzen. Ja, okay. Münzen holst du auf jeden Fall immer. Das ist ganz gut. Und? Hopp. Sehr gut. Einen weiteren Ballon. Willst du noch einen haben? Alle Kinder lieben Ballons. Ja. Okay. Ja, Brunnen mit Münzen hatten wir schon. Ganz kurz gucken, habe ich irgendwas verpasst hier noch? Außer den Lumi da hinten. Guck mal, kann auch hier. Warum hat man eigentlich immer. Ach so! Ach so, das rechts oben ist auch noch das Inventar, über das wir verfügen. Das ist gar nicht das, was wir noch irgendwie machen können. Ich verstehe. Die Seilbahn haben wir übrigens auch noch. Vielleicht können wir die nochmal irgendwie nutzen, weil ich kann mir vorstellen, dass das noch irgendwie sinnvoll ist. Ich wüsste aber gerade nicht, wie wir da jetzt besser rankommen sollten, ehrlich gesagt. Wo ist trotzdem aus. So, können wir die Seilbahn nutzen? Okay. Gut, dann, Moment. Gehen wir zurück zu Rini. Und probieren wir mal aus, dieses blöde Vieh da unten zu kriegen. Aber es sind noch drei von den Lumis abgehauen. Wo sollen die sein? Also, wo ist der dritte zum Beispiel? Kann ich bitte weiterspielen? Dankeschön. Der andere kommt gleich angeflogen. Von oben hier runter. Oder auch nicht. Aber springst du jetzt wieder hier oben rum, oder wie ist das? Das tust du wohl. Okay. Lass gleich jetzt das Ding irgendwie nutzen und du wirst mir davon angelockt. Nein, geht nicht auf. Eher nicht, aber kann man da irgendwie die Süßigkeiten haben hier nichts übrig gelassen. Okay, kann man irgendwo Süßigkeiten jetzt anwenden, jetzt wo der Lumi da oben rumspringt? Ohne jetzt das Ding wieder zu aktivieren, weil dann fliegst du wieder weg, da war nicht viel gerissen. Ah, warte mal, ich guck mal ganz kurz nach. Nein, 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 nein. Okay, ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ich würde sagen, ich gönne mal eine kurze Denkpause oder eine wenigstens einwöchige Denkpause. Und schau mal, wie es weitergeht, beziehungsweise ich überlege mir halt, wie es weitergeht. Oder hoffe, dass mit neuen
frischen Ideen übernächste Woche ich hier etwas weiterkomme. Ich gehe wahrscheinlich davon aus, weil so extrem schwer ist das Spiel, ist in der Regel ja gar nicht gewesen. Aber ich nehme an, ich stehe wieder irgendwo auf dem Schlauch. Oder aber, wovon ich eher ausgehe, ist natürlich, dass ich schon die offensichtliche Lösung habe, ihn mit Süßigkeiten anzulocken. Aber er irgendwie nicht darauf reagiert. Gummi auf Markise, ja? Da ist einer. Nur wenn du das sagst, oh, fliegt er weg. Er ist immer weg. Okay, weg bin auch ich. Wir sehen uns am Freitag wieder oder am Samstag oder am Sonntag, falls ihr mögt. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.